So, hallo, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei The Hunter Charity Hunting. Und hier ist wieder LP Jim Myers. Ja, wo bin ich heute? Heute bin ich wieder mal auf Lookers Point. Deswegen müssen wir ein bisschen umrüsten. Denn ich wurde gebeten, meine Videos, also viele Leute haben mich angeschrieben, ich soll die Videos so machen wie am Anfang. Sprich, wieder euch von Anfang an mitnehmen und gar nicht immer nur die pausenreichen Videos machen. Also sprich immer mit, dass ich nur die Cuts bringe, also die wichtigsten, ja, die Schussszenen quasi. Nein, ich soll einfach mal bisschen wieder so machen wie früher. Und das werde ich natürlich auch dann gerne machen. Jetzt, wo es machen wir denn? Und dazu genau wurde ich dann auch noch gebeten, doch wieder zurückzugehen, die ganzen Missionen zu zeigen und so weiter und so fort. Aber ich möchte Charity Hunting nicht ganz außer Auge verlieren. Deswegen werde ich das machen. Ich werde euch komplett mitnehmen. Es werden immer 20 Minuten, 20, 25, so 20, 25 Minuten. Ich versuche das einzuhalten. Und dann schauen wir mal, was wir da hinbringen. Wir können trotzdem den Hunterscore einsehen und so weiter. Und dann sehen wir ja, was ich in dem Teil dann gemacht habe. Gut, so, ich möchte die Waffe noch umtauschen. Und zwar möchte ich da die 22er noch mitnehmen. Weil vielleicht haben wir ja einen Hasen, den was wir dann schießen können. So, dann kann das hier raus. Und dann nehmen wir noch die Munition für die 22er mit. Wo ist die? Da unten ist sie. Genau. So, haben wir zwei Magazine, das müsste reichen. Und dann können wir eigentlich wieder, ja, Spiel aufnehmen. Genau. Die Caller habe ich dabei, Waffen habe ich dabei, die Geruchsreduzierer habe ich dabei. Und dann passt das. Gut. Ja, dann gehen wir mal los und schauen, was passiert. Also, missionstechnisch habe ich Folgendes an Bord. Und zwar halt, habe ich Geruchsreduzierer, muss ich mal anlegen. So, habe ich Folgendes an Bord. Und zwar, also Missionen, Maultier-Hirsch-Spuren finden, Maultier-Hirsch sichten, Maultier-Hirsch schießen. Deswegen fangen wir jetzt hier unten an und schauen einfach mal. Ich weiß nicht, wie lange ich dann immer eine Sitzung machen werde. Wir werden dann das so machen, dass ich nach allen 20 Minuten machen wir einen Cut rein. Ich drehe also quasi vor immer so 3-4 Videos. Wir werden einen Cut rein machen nach den 20 Minuten und schauen, was ich bis dahin zusammen habe. Weil vom Gesamtscore kann man es ja dann abziehen, so dass ich in jeder Folge wieder meinen bestimmten Spendenbetrag zusammenbekomme. Den, was ich natürlich für die Kinderkrebsstiftung spenden möchte. Ja, vielen Dank erstmal für die vielen Anschriften, dass ich das ja auf diesen Weg wieder zurück soll. Und das machen wir natürlich auch gerne, wenn ihr das gern seht. Und natürlich die Missionen zwischendrin wieder reinbringen. Und deswegen habe ich meine Missionen komplett auf Null gestellt. Also ich habe jetzt keine ausgeführt. Ich habe das für die 800 EMs da zurückgestellt und Phase nochmal durch. Ja, genau. Und das ist es halt. Und jetzt schauen wir mal, was sich da so tun wird. Bin ja selber gespannt, ob das dann wirklich so gut bei euch ankommt. Dann sehen wir das Ganze, ja. Naja, mal schauen. Natürlich muss ich jetzt erst wieder schauen, was erzähle ich euch die ganze Zeit. Aber naja, das werden wir dann schon sehen. Wird sich ja mit der Zeit, von Zeit zu Zeit dann geben. Genau, so schaut's aus. Gut. So, schauen wir natürlich, dass wir eine Spur finden von der Maultierhirsch. Da müssen wir einen schießen und sichten. Aber das wird dann nicht so schwierig sein.
Zumal ja ich jetzt mit meiner Grafikkarte auch richtig gute Sicht habe und alles viel, viel klarer sehe. Das ist natürlich schon der Hammer. Wenn wir Glück haben, dann natürlich noch ein Hasenschießen, wäre auch nicht schlecht. Mit der 22er, mit der Pistole. Voll supidupi. Natürlich müsst ihr euch im Klaren sein, ihr wolltet das ja, dass ich euch immer mitnehme. Dass gerade wenn ich starte, die Startphase in 20 Minuten nicht viel passiert. Das ist ein Jagdsimulator und kein Action-Game, wo hinter jeder Ecke irgendwas auftaucht, wo man schießen kann. Sondern hier geht es wirklich darum, wirklich wie bei der echten Jagd Stück für Stück vorzugehen. Hat sich ja viel getan. Ja, ich weiß noch, so habe ich angefangen, am Anfang mit The Hunter, wirklich euch komplett mitgenommen und das scheint zu gefallen. Und dann kriegt ihr das natürlich wieder. Dann eine Mäuse, ein Mäusle, ein Mäusle, wenn du weg. Habe ich ihn dabei, jawohl. Ja, ich bin im Multiplayer auf alle Fälle unterwegs, da haben wir nämlich hier unseren CSS. Dass wir wissen, was ich in den 20 Minuten mache. 10 Minuten sind jetzt leider schon gleich vorbei von den ersten 20 Minuten. Wir haben noch nichts. Das ist doof. Aber, naja. Ich mache halt dann immer so eine Stunde Sitzung, also sprich Aufnahme. Weil dann erreicht man auch ein bisschen was. Natürlich ist es auch gut, wenn ihr am Stück dann aufnimmt und dann zwischendurch mal nichts kommt. Aber wir machen es dann so, wenn ich mal eine Runde habe, ein Video, wo nichts geschossen wird, schmeiße ich dennoch dann 10 Cent rein in die Kasse. Für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Na, da haben wir jetzt einen Fasan. Männlich, aber den wollen wir ja nicht. Ja, jetzt habe ich keinen Vogelschrot dabei. Naja. Mal rührt sich doch hier schon immer ein Maultierhirsch oder etwas. Schauen, ob wir da irgendeinen Hasen sehen oder so. Nein. Alles verdammt ruhig.
Warte, hier drüben sehe ich was, oder? Nö. Ist nur die Sonne. Sonnengeflunker. Oder Geflimmer. Vorher wird man drauf. Fickkarte sieht das echt cool aus. So, jetzt haben wir Maltehirsch. Genau, der kommt von dort oben. Den kochen wir jetzt erstmal. Also aus dieser Richtung müsste der kommen. Vielleicht kriegen wir doch noch einen ersten Abschuss hier in der ersten Folge. Ja, der Fasan, den lassen wir jetzt mal. Das heißt, erstmal schön warten. Geben wir noch ein kleines bisschen vor. Und dann mal wieder schauen. Dass da jetzt auch irgendwo ein Weibchen auftaucht. Da sieht man den Punkt noch da. Ja. Da war jetzt der Fasan, aber der interessiert mich nicht. Ich will den Maultierhirschen. Noch sehen wir nichts. Ja, wo bist du denn? Ja, Fasan, sei du ruhig, dich wollen wir nicht. Wir müssen ca. 5 Minuten für die erste Aufnahme. Weil ich komplett mitnehme. Ich hoffe, dass der Hirsch kommt, der Maultierhirsch. Noch sehe ich nirgends etwas. Alles sehr still. Ich glaube, wir laufen noch ein bisschen weiter vor. Vielleicht kommen wir auf den Hügel drauf. Wenn der nicht schon hinter dem Hügel steht. Ah, was haben wir da für eine Spur? Ah, da hinten, da kommt er, glaube ich. Kaninchenspur. Und ich glaube, da hinten kommt der Hirsch. Das ist Weibchen. Das ist natürlich nicht gut, weil das wollen wir nämlich nicht. Aber, okay. Sichten Sie Maultierhirsch, okay. So, und er hat jetzt wieder geschrien. Der ist gar nicht mehr weit weg. So, dann schauen wir mal.
Wo bist denn du? Natürlich wird es jetzt da drüben, kommt er, glaube ich, über den Hügel. Zur Sichtung Hammer. Da kommt er. Da ist er. So, 90 bis 135 Kilo, Score 150 bis 245. Schönes Teil. So, dann wollen wir mal. Den wunderschönen. Jawohl, da liegt er. Da haben wir unseren ersten Maultierhirschen. Und das auch noch in der ersten Folge, wo ihr komplett dabei seid. Und dann sind wir nämlich eh schon am Ende von der ersten Folge. Was heißt erste Folge? Das ist ja Teil Nummer 5 oder 6, ist mittlerweile bei Charity Hunting. Es kommt natürlich in die Playlist mit rein. Aber es geht jetzt, da war er ja nur beim Cutten dabei, also bei den Cuts. Und ihr seid ja jetzt komplett dabei. Also es wird sich weniger tun. Wir werden weniger zusammenschießen, also wir haben mal Glück. Aber das macht ja nichts. Hauptsache es kommen. Und wenn einmal ein Leerlauf dabei ist, dann schmeiße ich dennoch 10 Cent rein. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Von ihrem Score. Schauen wir erstmal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Spuren. Weil dann haben wir nämlich die Mission komplett. Wenn ich jetzt die hier nehme. Die nimmt er nicht. Vielleicht brauche ich noch eine. Ich glaube, ich brauche 3 Stück davon. Naja, egal, das kriegen wir dann schon. Jetzt geht es also darum, dass wir das mit denen mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was sich denn beim nächsten Mal tut. So. Genau, jetzt haben wir die Spur auch. Also haben wir eine Missionsreihe schon mal fertig, die ersten 3 Missionen. So, 181,455 CSS 85,7. Trophäenwert 100 aus 61,9 Meter in den Körper, rechte Lunge, Leber, Magen. 109,1 Kilo männlich, Erhaltungszustand 100%. Gut, dann mal schauen. Das ganze Bild, das seht ihr natürlich wieder auf Facebook. So. Und dann kommt da jetzt natürlich meine Liste erstmal her. Und dann mal gucken, hallo. Da, so. Gut. Was haben wir gesagt? Das heißt, es sind 8. Ja, wie viel haben wir da? 8,5. 73, runden wir auf, machen wir, sag mal, 9 Cent, kommen da jetzt rein, 9 Cent in die Box. Ups. Dum, dum und dum. So. Gut. Und 9 Cent mehr drin. In der Box für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Schreibe mir natürlich auch auf, dass ich das weiß. Was haben wir morgen? Morgen ist der 17. Genau. Das Video seht ihr ja am 17. So. Gut. Dann schreiben wir den Score auf, weil den müssen wir nachher im nächsten Teil dann abziehen. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache natürlich jetzt weiter mit den nächsten Missionen und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.